Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Freya. Naela oder auch Naelia ist jetzt momentan nicht mehr dabei, da ich diese Aufnahmen auch an unterschiedlichen Tagen jetzt aufgenommen habe. Und ja, ich denke aber mal, dass das eventuell hier und da ein bisschen öfters vorkommen wird. Und ja, also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ihr könnt ja auch euer Kommentar dazu abgeben. What the fuck? Das war so nicht geplant. Ja. Das ist so überhaupt nicht geplant. Nein. Au! Okay, warte mal. Pets, wir töten dich mal kurz. What the hell? Okay, also die Folge fängt ja schon wieder mal wunderbar an. Was ich nämlich jetzt auch herausfinden wollte, ist nämlich, Naela, ich weiß es noch nicht, hat sie das jetzt nur bei mir erwähnt oder hatte sie das allgemein erwähnt, also auch hier in der Aufnahme, dass es einen Skill geben soll beim Hexer, der die eigene aufgebaute Aggro auf das Pet überträgt. Jetzt wäre es für mich nur logisch, wenn die Aggro auf das Pet übertragen werden soll, dass das im Dämonologiebaum sein sollte. Nur mal kurz gucken. Futtern. Okay. Ich weiß jetzt halt nur nicht, welcher Skill das genau sein soll. Das muss ich erstmal recken. So, erhöht die gesamte Ausdauer, verringert aber die Willenskraft. Hier. Feuerblitz und Feuerschild. Erhöht die Wirksamkeit Zauberqual, Schattenverzehren, Opferung und Leiden. Das sollte ich auf alle Fälle nehmen. Erhöht die maximale Mana. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Lebenslinie. Schmerz besänftigen. Erhöht die maximale Gesundheit. Erhöht die Nahkampfangriffe eures Leerwandlers. Verringert eure nächste Beschwörung. Verringert die Abzüge für Angriffstempo und Zaubertempo. Okay. Schadensbonus. Also jetzt momentan sehe ich noch nichts. Anhält. Dieser Effekt wird abgebrochen, wenn ein Dämon beschworen wird. Aha, okay. Was haben wir hier? Gewährt beiden Hexenmeistern und beschworenen Dämon einen Effekt, solange dieser Dämon aktiv ist. Leerwandler verringert erlittenen Körperschaden. Okay. Erhöht Zaubersteinschaden. Und was ist das? Bei Aktivierung eures Wichtels Leerwandlers bla bla bla. Ah, okay. Also da hätte ich jetzt nichts gefunden, was das irgendwie bestätigen würde. So, jetzt muss ich hier den hier... Was heißt hier schon wieder widerstehen? Sei doch nicht so albern. Alter. Das ist aber alles andere als okay. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Weißt du was? Oh oh. Oh oh. Nein! Ich muss näher ran. Ich bringe mich immer wieder selbst in Gefahr. Immer wieder aufs Neue. Es ist einfach. Es, ja. So. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Du hast ein Ziel es hier. Immer noch auf. Hier, wie wär's, wenn du mich eigentlich mal in Ruhe lässt hier? Guck mal, lass mich mal in Ruhe. Aua. Okay, warte mal. Ich fiere dich mal weg. Weil das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Ich bin außer Reichweite. Widerstehen, widerstehen, widerstehen. Warte mal. Au. Das ist zu weit entfernt. Okay, warte mal. Wenn du schon weiter weg bist, dann werde ich jetzt erstmal hier eben fix essen. Och nee, komm schon. Ist das dein Ernst? Diese
Der Zauber ist noch nicht bereit. So, und dann müssen wir mal bitte weglaufen. Nein, mein Bett ist schon wieder weg. Es ist schon wieder kaputt. Also ich weiß ja echt nicht, ob hier so ab in die Mine das richtige Motto ist, gell? Ich bezweifle das ziemlich stark, muss ich sagen. Vor allem allein. Mit meinem Talent, alles zu pullen. Ja, Scheißtrick, gell? So, warte mal, wo könnte ich dann das noch finden? Das muss ich hier nochmal bewähren. Adalas, okay. Gesundheit. Angerichtete Schaden. Mana entziehen. Fluch und Schwäche. Bla 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 bla. Gebrechenszauber, Reichweite, Bugzauber, Verderbnis, alles Mögliche. Okay, warte mal. Dich pullen wir jetzt erstmal hier raus. Kann ich noch nicht wirken. Genau. Aha. Wow. What the hell? Wieso ist da jetzt schon wieder... Und vor allem, wieso widersteht die immer? Mami! Das lädt immer noch auf. Schaffe ich das noch irgendwie? Ich bezweifle es ja fast. So, der ist fertig. Jetzt werde ich hier mal eben fix mit dir rumlaufen. Wieso? Au! Alter, wieso kannst du... Wieso läufst du überhaupt so schnell? Dumme Kuh. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier, verlasse Kampf. Das gefällt mir schon besser. Alter, weißt du was? Es hatte ich zwei... Seelensteiner, Seelensplitter, so muss ich sagen, mehr in der Tasche und jetzt fehlen mir schon wieder drei. Oh, ich schaff's nicht. So, ich glaube, ich werde das mit der Mine aber eventuell lassen. Hoppala. Ups, Wille der Verlassenen, Volksfähigkeit. So, jetzt haben wir gefuttert. Kampf. Okay, warte mal. Komm mal her, bitte, Pet. So, warte mal. Hier, Fluch. Und dann will ich mal hier haben, dass du... Vor allem, die rennt ja dann gleich wieder weg, gell? Kann ich noch nicht wirken. So, das wirst du jetzt mal kriegen. Dann wirst du nicht weglaufen. So, du wirst jetzt mal hier ein bisschen regeneriert mit meinem Leben. Futtern kann ich noch nicht. Mackack, mackack. Ich muss dann wirklich dringendst noch zum Hexerlehrer. Dringendst. So, das kann ja was werden hier. Ich glaube, dass das hier ein Sterbenskommando sein wird. Vor allem, ich muss immer frühzeitig schauen, dass der Typ nicht wegrennt. Noch nicht bereit. Aufpassen. Schön brav aufpassen. Wow. Großknecht. Nein! Wieso respawnen die denn so schnell? Was soll denn der Kack?
Okay, ich lasse das, glaube ich. Ich muss das mit irgendwem zusammen machen. Weil bevor ich da jetzt wieder 10.000 Mal sterben gehe, mache ich mich lieber gleich auf den Weg und... Ich meine, das habe ich eh schon die Hälfte der Zeit circa verprasst. Leckt mich doch am Arsch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Geh weg. Weg. So. Gut. Ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt erstmal hier auf den Weg und, was ist das? Ist das ein Rare? Ja, das ist ein Rare. Den könnten wir eventuell kaputt machen. Ich habe vorher nämlich auf dem Weg hierher ein paar Bären kaputt machen müssen. Weil sie halt mitten im Weg gestanden sind und da habe ich nämlich endlich sogar auch Armschienen bekommen, die mir sogar nützlich sind. Warte mal. So. Das wird es dann hoffentlich auch passen. So, einen Seelensplitter haben wir wenigstens wieder. Besser als gar nichts. Was haben wir hier? Schwere Rüstung. Braucht doch kein Mensch hier. Ja. Okay. Wurscht. South Shore. Okay. Das wird dann die Ali-Stadt sein. Mal gucken, ob wir da irgendwie vorbeigehen können, dass wir uns die mal kurz anschauen können. Das wäre ganz cool. Das wäre auch ganz cool, wenn ich den Bären jetzt nicht pulle. Aber ich glaube, das Glück habe ich nicht. Ja, genau. Ah, da haben wir South Shore. Wieso? Einfach mal laufen. Laufen, 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 laufen. Da ist die Stadt. Oh, oh, da ist eine Wache, oder? Ja. Die wird mich ganz dezent umbringen. South Shore. Jetzt haben wir das entdeckt. Alter, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Geh weg. So, wir müssen in einem großen Bogen hier herum. South Shore an sich haben wir jetzt eh schon kennengelernt. Hier haben wir verhungernder Berglöwe. Ich habe gestern gelernt, dass Berglöwen Pumas sind. Ja. Weiß vielleicht der ein oder andere. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe zwar gewusst, dass es sogenannte Berglöwen gibt. Und ich habe auch gewusst, dass es sogenannte... Dass es sogenannte Pumas... Also sogenannte. Dass es Pumas gibt. Das habe ich auch gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, dass... dass es eigentlich ein und dieselbe Katzenart ist. So, wir hauen uns jetzt nochmal ein Gesundheitselixier rein. Wie weit sind wir hier eigentlich? Also warte mal, wieso habe ich hier eigentlich schon wieder kein Blümchensammeln aktiviert? Eieieiei. Ein paar Sachen könnte ich hier schon wieder herstellen. Ja, drei. Bringt mir nicht viel. Bringt mir nicht viel. So, dann gehen wir jetzt hier zu dem Feld hin, in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht ein bisschen bessere Chancen habe. Um die komischen, also um Elixier der Pein wieder zu machen. Die Quest. Sag mal, gab es hier nicht viel mehr Blumen? Das gibt's doch nicht. Aber ich habe das doch jetzt aktiviert. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ist mir egal. Ah, da ist Lebenswurz wahrscheinlich, gell? Ja. Mackgack, Lebenswurz. Kann ich die überhaupt schon pflücken? Lebenswurz. Ah, okay, steht direkt daneben. Nein, kann ich nicht. Ich brauchte für Kräuterkunde 150. Und wir haben... Kräuterkunde 114. Au weh. Das ist schlecht. Das ist ganz schön schlecht. Ah! Alter, für Lebenswurz brauche ich 150 schon? Was ist denn das für ein Mist? Haben wir nochmal ein Rare? Nein.
Ist da das Feld? Ich glaube. Es schaut sehr stark danach aus. Schauen wir damals nochmal. Wilddornrose. Sehr schön. Wo bist du? Ich bin außer Reichweite. Nee. So, Wilddornrose. Und dann müssen wir hier die Typen nicht zwingend kaputt machen. Das ist auch ein Hortler, okay. Der sammelt das auch gerade, das ist schlecht. So, ich glaube, der Krieger, der hält zwar einiges aus, aber ich helfe ihm trotzdem mal. Weil das schaut mir doch auch ein bisschen sehr niedrig vom Leben her aus. So. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Alter, die laufen ja so auch noch weg. Warte mal, dann kriegst du gleich den hier. Weil sonst haben wir zwei gleich ein Problem, gell? Ah, fuck. Wir haben so oder so ein Problem. Und der heilt sich auch noch. Ach du Kacke. Ah, haha, mein Magkack ist gleich wieder kaputt. Mein Mana ist zu niedrig. Oh, Scheißdreck. Ah, okay. Ja. Jetzt habe ich vergessen zum Schauen. Oh, ja. Jetzt habe ich auch wieder vergessen, den Seelenstein hätte ich sowieso nicht verwendet. Ja, also es ist wurscht, ob ich jetzt in die Mine gehe oder aufs Feld. Ich sterbe so oder so. Das ist ziemlich mies. Also wirklich weit bin ich jetzt in dieser Folge nicht gekommen. Das muss ich schon mal sagen. Ich weiß ja nicht, ob es dann nicht gescheiter ist, wenn ich mich jetzt einfach wiederbelebe und in die Stadt ziehe. Also nicht in die Stadt ziehe, sondern in die Stadt reise. Und dann mal gucke, was ich da alles lernen kann. Weil ich glaube nämlich fast, dass ich schon zu lange nicht mehr beim Hexenlehrer war. Und da dann doch einiges lernen könnte. So, warte mal. Also dieser Button zurück zum Geistheiler wäre hier auch schon ganz praktisch gewesen. So, 10 Minuten. Ja, das ist mir jetzt egal. Schließlich wollen wir auch ganz woanders hin und nicht kämpfen. Da, wo wir hin wollen, brauchen wir keinen Kampf mehr. Was ist? Wohin kann ich fliegen? Nach Anders City. Wunderbar. Ja, dann schaue ich mir jetzt erstmal lieber an, was ich da so... Vielleicht habe ich nämlich auch wieder eine Hexer-Quest. Das ist mir nämlich auch noch gekommen irgendwie. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ja, in der Zwischenzeit könnte ich eigentlich nochmal gucken, wo es diesen Skill gibt, von dem Naela gesprochen hatte. Mana-Kosten verringert. Schattenblitz verringert die Zauberzeit. Gewährt Zerstörungszauber einer Chance genommen zu machen. Verringert Zauberzeit des Wichtels. Verringert Abklingzeit des Zaubers. Schmerzenpeitsche. Aha. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu erzielen. Überzieht das Ziel sofort mit Schattenschaden. Wenn das Ziel innerhalb von 5 Sekunden nach Schattenerfahrung abgibt, erhält der Zaubernde einen Seelensplitter. Okay, wie geil ist das denn? Gewährt euch eine Chance, wobei, dann wirst du übersät damit, dann bist du ständig damit beschäftigt, dass du alles wieder rausschmeißt, wenn du es gut timen kannst. Gewährt euch eine Chance von 35%, kanalisieren von Feuerregen, Höllenfeuer, Seelenfeuer durch Schadenverursachung, Unterbrechung und zu widerstehen. Okay, Reichweite erhöht die Chance kritischen Treffer mit sengender Schmerz, erhöht Schadensbonus
von Dingens erhöht Anfangsschaden von Feuerbrand, gewährt Feuerregen zu betäuben, erhöht den durch eure Feuerzauber zugefügten Schaden und entzündet Nähe. Also alles schön und gut, aber das, was sie gesagt hat, das finde ich hier nicht. Das finde ich hier überhaupt nicht. Und das ist komisch. Außer sie hätten diesen Skill erst in Burning Crusade Gach eingefügt oder irgendwann später. Das könnte natürlich durchaus möglich sein, weil sie hat ja selber gesagt, dass es gut möglich sein kann, dass sie einiges, also jetzt wollte ich wieder aufmounten, dass sie einiges durcheinander bringt. Weil, ich meine, gut, eins muss man auch sagen, wann welche Änderungen direkt vorhanden waren, weiß ich ja persönlich auch nicht, weil das ist einfach viel zu viel. So, Magieviertel. Magieviertel. Zacki, zacki. Ja, da könnte ich dann ein paar Sachen verkaufen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dann vielleicht eine Hexerquest auch noch bekomme. Und A6 aktiv. Was habe ich denn da eigentlich alles? Genau, Ragefire. Ich habe ja Ragefire auch noch, aber nur diesen einen. Und Burg Shadowfang. Scheiße. Mist, Mist, Mist. So. Okay, also Dämon kriegen wir jetzt erstmal keinen. Dann schauen wir noch runter, wie viel ich jetzt lernen darf. Wahrscheinlich viel zu viel. So, und zwar... Ich habe nicht ewig Zeit. Dämonenausbilderin. Was haben wir denn da Feines? Wir haben hier... Also für einen Wichtel haben wir, glaube ich, eher alles gelernt. Rang 3, Level 18. Level 4, Level 14. Okay. Was haben wir hier? Wichtel, 14, 24. Okay, das haben wir mal mit Sicherheit nicht gelernt. Das ist für ein Wichtel. Das nehmen wir mal mit. Phasenverschiebung, Level 12, Level 20, Qual. Das haben wir auf alle Fälle auch gelernt. Dann haben wir hier Opferung, Level 16. Das sollten wir gelernt haben. Opferung, Level 24. Haben wir mit Sicherheit noch nicht gelernt. Level 18, das haben wir sicherlich gelernt. Was ist das? Level 24, Lehrwand der Leiden. Okay, das haben wir auch noch nicht gelernt, weil wir sind ja noch nicht so lang 24. Was haben wir hier? 22. Succubus. Da haben wir sicher auch noch nichts gelernt. Okay, passt. Also, die muss ich dann alle mal beschwören und denen das beibringen. Oder? Muss ich die das beschwören? Ah, ja, muss ich. So, dann haben wir das Auge. Ich glaube, das ist das, was sie meint. Oder was Naila meinte. Auge von... Killrock. Okay, ich habe ein bisschen was zu lernen. So viel, wie ich dachte, ist es gar nicht, aber na, gut. Ich werde mich jetzt hier aber wieder verabschieden. Wir sehen uns dann in einer anderen Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal